Was wir auf jeden Fall machen können, bei den Gästen ist hier so ein Fastfood-Restaurant, damit die ein bisschen was zu futtern haben. So, das bauen wir auch lieber ganz schnell. Denn wir locken die Gäste hierher und sagen, hey, wir haben hier lebende Dinos oder lebenden Dino. Wollt ihr nicht auch im Fastfood-Restaurant ein bisschen was essen? Weil wir kriegen halt damit auch nochmal Gewinn aus Gästeanlagen. Das wäre halt auch nochmal ganz gut. Und wir sollten vielleicht jetzt nochmal einen weiteren Auftrag annehmen. Und den könnten wir eigentlich auch von der Wissenschaftsabteilung eigentlich annehmen. Wir haben da ein neues Angebot. Ja, Gästeanzahl auf 300 erhöhen, dafür kriegen wir 150.000. Nehmen wir doch mal an. Ach hier, der schläft und döst. Der braucht natürlich auch noch ein bisschen Wasser. Oh, und ein Sturm nähert sich. Super, tolle Idee. So, Dino-Häppchen. Wir können eigentlich Dino-Speise könnten wir eigentlich verkaufen. Und zwar für 8. So, da freuen sich die Gäste hoffentlich. Wie viel sind jetzt hier drin? Wir können hier mal gucken. 29 von 240. Wenn wir das Personal erhöhen, haben wir auch mehr Platz für weitere Gäste. Brauchen wir aber eigentlich nicht. So, Sturm nähert sich. Das heißt, wir sollten vielleicht die Schutzräume einmal öffnen. Und jetzt haben wir den Stromausfall. Da können wir mit R das Ranger-Team rufen und sagen, hier, bitte starte mal das Kraftwerk neu. Und ich mache es mit den Schutzräumen, wenn ich dran denke, zumindest bei Sturm, mache ich die einfach mal auf. Kann nicht schaden. Vielleicht läuft der Dilo raus, dann haben wir nämlich auch noch ein Problem. Dann frisst er nämlich die ganzen Besucher auf und dann kommen die nicht mehr und dann verdienen wir kein Geld mehr. Und das wäre halt ziemlich fatal. Um ehrlich zu sein. Gut, wir haben noch nicht viele Gäste und die Gäste sollen natürlich auch gleich mal ein paar Dinos sehen. Da müssen wir uns auch gleich mal drum kümmern. Aber wir machen schon mal Gewinn. Das ist schon mal super. Wir haben jetzt aktuell 258 Gäste im Park, was auch okay ist. Und wir werden gleich mal beim Gehege hier so eine Besucherplattform hier bauen. Und zwar würde ich hier schon fast, also ich meine, wir können auch hier noch eine Gyro-Station bauen. Was wir noch nicht haben, ist das Aviarium. Dazu brauchen wir noch eine Forschung. Und auch die Jurassic Tour haben wir noch nicht. Aber darauf arbeiten wir hin in diesen Videos hier. So, die Beobachtungsanlage, die bauen wir gleich. Die würde ich sogar fast schon hier an dem Zaun hier irgendwo platzieren. Damit die Gäste auch ordentlich was zu gucken. So, der Sturm legt sich. Das heißt, wir können den Schutzraum auch wieder schließen. Also beziehungsweise, ja doch, wir haben ihn geschlossen, damit die Gäste da rausgehen. Genau das wollten wir bezwecken damit. Dann können wir nochmal gucken, ob wir gleich nochmal weiteren Dilo uns, ja, der 317.000 kostet, ja. Ist natürlich ziemlich teuer, da müssen wir noch ein bisschen warten. Aber ich würde hier schon gucken, dass wir ein paar Fleischfresser hier haben. Vielleicht tauschen wir das Spiel auch nochmal aus, dass wir ein paar Pflanzenfresser reinholen. Mal gucken, denn das hier ist schon ein ziemlich, ziemlich großes Gehege. So, wir haben jetzt hier nur 27 Gäste drin. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Wir können natürlich auch den Dino-Schmaus verkaufen. Und zwar dann für 17, würde ich mal sagen. Also gucken, dass wir hier ungefähr ganz gut Geld verdienen. Was wir natürlich auch noch machen können, für die Gäste ist hier ein Souvenirladen. Passt halt hier auch ganz gut hin. Bietet sich halt neben den Gehegen eigentlich direkt an. Also, da kann man dann eigentlich nicht so viel falsch machen. Auch hier wieder ein bisschen glätten. Damit es wieder vernünftig aussieht, auch wenn wir das Geld dafür eigentlich gerade nicht haben. Aber naja. Also wie gesagt, bei Jurassic World Evolution, man kann manchmal das Ganze auch ein bisschen gemütlich angehen, wenn man ein bisschen strukturiert und überlegt, das Ganze plant und baut. Und ja, am Anfang, das Geld ist ein bisschen knapp jetzt gerade. Aber ich wollte halt eben gleich alles richtig und gut bauen. So, der Souvenirladen. Hier können wir auswählen, was verkauft wird. Entweder eine Brotdose, Barbasol oder Nachtsichtgerät. Ich würde sagen, wir verkaufen einfach Nachtsichtgeräte. Und zwar, bis wir ungefähr so ein kleines Plus hier haben. Und wir brauchen jetzt eigentlich nochmal ein bisschen mehr Besucher im Park. Jetzt wäre so ein guter Zeitpunkt, wo ich die Zeit gerne einfach ein bisschen vorspulen würde. Aber, wie bereits erwähnt, das
klappt leider nicht. So, wir haben natürlich auch hier eine Bewertungsübersicht. Wir brauchen mindestens, also um die Inselbewertung von 5 Sternen zu bekommen, brauchen wir eine Dinosaurierbewertung von mindestens 5. Also wir brauchen nochmal 9 weitere Spezies. Dann brauchen wir auch die Dinosaurierbewertung, soll natürlich auch möglichst hoch sein. Und die Anlagenbewertung ist auch ganz wichtig. Und hier unten in diesem Bereich Dinosaurier-Sichtbarkeit, Nahrungsbewertung und so weiter, da sollten wir auch gucken, dass wir da auf mindestens 95% bei allen kommen. Und ja, es ist anspruchsvoll, aber mit der Zeit klappt das dann eigentlich auch ganz gut. Wir können auch schauen, wir haben hier zum Beispiel die verschiedenen Gebäude, die wir haben, erfüllen verschiedene Zwecke. Ne, Souvenirladen macht 2 Sterne beim Spaß und 3 beim Einkaufen. Wohingegen hier der Spielwarenladen 3-mal Spaß und 2-mal Einkaufen hat. Und ich gucke halt immer, dass es in der Nähe von den Gehegen platziert wird. Ich zeige euch gleich warum. Dafür brauchen ja gleich erstmal hier diese Beobachtungsplattform. Die packen wir hier hin. Und dann soll er natürlich auch einen Weg hinführen. So. Denn mit der Beobachtungsplattform haben Besucher die Möglichkeit, die Dinos dann auch zu sehen. Und ja, der hat hier ein bisschen Hunger und Durst. Vielleicht sollten wir ihm mal ein bisschen Wasser geben. So, und ich versuche natürlich die Wasserstellen auch in der Nähe von den ganzen Beobachtungsgalerien beispielsweise zu packen. So, er kann jetzt hier erstmal trinken und das heißt Wasserstellen, wenn die Besucher halt die Dinos dann am Wasser sehen. Hey, super, perfekt. So, und wir sehen jetzt auch hier, in welchem Bereich die Besucher halt das Ganze sehen können. Und wir können hier auch nochmal eine eigene Ansicht machen, also aus dieser Besuchergalerie heraus. Und dann sehen wir halt eben hier hinten auch den Dilo gerade, wie er auf Wassersuche war. Und jetzt brauchen wir halt dringend ein bisschen mehr Geld, um halt eben auch dem Dilo ein bisschen Fressen zu kaufen. Hupsi. Genau, worauf ich vorhin hinaus wollte, waren die einzelnen Ansichten hier. Wir haben hier die Schutzraumnachfrage und wir sehen halt hier, die Besuchergalerie ist jetzt rot. Das heißt, hier herrscht eine hohe Nachfrage nach Schutzräumen. Bei der Dino-Sichtbarkeit haben wir jetzt 100%, weil es sind gerade alle Dinos, die wir haben, ist ja nur einer, sichtbar. Finanzen der Attraktion, auch hier sehen wir halt eben, welche Gewinn machen, welche Verlust machen. Und hier, wir sind hier ein bisschen im Gewinn, aber da geht natürlich noch mehr. Jetzt kommen wir halt zu dem Punkt Essen. Wir sehen hier, wo die Besucher unter Umständen halt eine geringe Nachfrage und eine hohe Nachfrage nach Nahrung haben. Und hier ist noch alles gut. Bei den Getränken sieht es soweit auch noch ganz gut aus. Einkaufen eben auch, weil wir hier den Souvenirladen haben. Spaß? Ja, Spaß haben sie auch. Aber die Toiletten. Wir brauchen dringend Toiletten. Da haben wir eine hohe Nachfrage. Das ist neu gekommen mit einem der letzten Patches. Oder mit einem der letzten Updates. Das heißt, wir gucken uns mal bei den Gästen, gehen wir hier nach unten und gucken. Toiletten sind ziemlich teuer, können wir uns noch gar nicht leisten. Naja, warten wir einfach ein bisschen. Wir werden schon noch genug Geld verdienen, um Toiletten zu bauen. Ja, und das heißt, wir haben hier bei den, die Brotdose verkauft sich ganz gut. Das beim Fastfood-Restaurant sieht auch soweit ganz gut aus. Und wir können jetzt ja mal gucken. Wir haben jetzt hier die Brotdose, 44 Besucher. Wir machen jetzt einfach mal Barber's Soul und verkaufen das für 12. So, mal gucken, ob das vielleicht noch ein bisschen mehr bringt. Jetzt müssten wir eigentlich auch Toiletten bauen können. Ja, noch nicht ganz. 135.000 brauchen wir dazu. Aber ich würde hier ganz gerne halt Toiletten bauen, beziehungsweise um ehrlich zu sein, müssten wir erstmal, damit der Dino nicht stirbt, eine Futterstation bauen. Allein die kostet schon 225.000. Und die platziere ich zum Beispiel auch ganz gerne direkt in der Nähe von diesen Besucherstationen hier hin. Damit die Dinos sich einfach da aufhalten und die Besucher den Dinos auch beim Fressen zuschauen können. Es gibt eine erweiterte Futterstation für Fleischfresser und die einfache.
Leider habe ich keinen Hinweis gesehen, was für Unterschiede es gibt. Falls ihr es wisst, schreibt es gerne in die Kommentare rein. Hey, freue ich mich drüber. Immer raus damit. Wir warten mal ein bisschen, bis wir ein bisschen Geld haben. Und dann sehen wir uns gleich wieder.